Bei Instagram hast du so Bilder gesehen von so leckeren Sandwiches, die außen so lustig aussehen. Ja. Und dann hast du mich gefragt, wie geht denn das, wo kriege ich denn das zu kaufen? Genau. Das macht man selber. Und ich zeige dir jetzt einfach mal, wie schnell das geht. Wir haben hier ganz viele Zutaten für euch zu Hause. Wir haben Sachen, die man außen rundherum auf ein Sandwich machen kann. Zum Beispiel gefriergetrocknete Himbeeren, Kokosraspeln, Pistazienkerne, Schokolade in Weiß und Dunkel, Kekse, Popcorn, krokant, Marshmallows, wir haben bunte Streusel. Und ganz wichtig ist für ein Sandwich zum Beispiel, dass man oben und unten eine gute Basis hat. Man kann Kekse nehmen, aber wir haben hier auch ganz toll lecker Waffeln besorgt. Und wir fangen mal mit dem Sandwich an. Okay, ich hole das Eis raus. Was soll und ich dann machen? Legen wir los. Du wartest am besten hier, dann kannst du ja auch nichts kaputt machen. Gut. Ja, was ist das? Ach so, ja. Und was magst du, Schokolade oder Vanille? Schokolade und Vanille. Das Wort oder kommt in Cats Wortschatz nicht vor. Also, du nimmst dir jetzt am besten einen Ober- oder Unterteil für dein Sandwich. Welches willst du, die Sirupwaffel oder die andere? Ich würde lieber so eine Waffel erstmal nehmen. Ja, dann hol mal zwei rüber. Ja. So, fangen wir mal mit Vanille an. Weil ich weiß, du magst auch diese gefriergetrockneten Früchte so gerne. Ja, eine Kugel jeweils drauf? Nee, eine. Ich zeig dir mal eins. Und dann machst du es mal nach. Ja. Ganz einfach. Eine große Kugel Eis zwischen zwei Waffeln drücken und dann den Rand nach Geschmack durch die Toppings rollen. Guck mal, dann hast du schon mal Italien in der Hand. Stimmt. Wenn man schon nicht hin darf, dann im Eis. Du musst mich ja immer schön machen. Ja. Urlaub ist da nicht. Muss viel arbeiten. So, da das Schokoeis etwas fester ist, legen wir so kleine Stückchen davon auf die Waffel, bis es passt. Deckel drauf und ab damit durch Kokosflocken. Ganz nach Lust und Laune. Also, wenn ihr zu Hause diese Sandwiches zusammenbaut, könnt ihr ruhig mal gucken, was schmeckt denn eigentlich gut zusammen. Ich zeig dir jetzt aber außer dem Sandwich noch eine andere Idee, wie man Eis unterwegs so sich zurecht machen kann und dann schnell essen kann. Und zwar habe ich Tortilla-Wraps besorgt. Mhm. So sehen die aus. Und ich zeig dir mal, wie man jetzt eine tolle Zigarre macht. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Diese Zigarre schmeckt auch Nichtrauchern und sie wird sogar adelig, denn wir rollen uns die Fürst-Pückler-Variante mit Vanille, Schokoladen und Erdbeereis. Hinzu kommen Toppings, die bei diesem Rezept nicht außen, sondern innen landen. Und jetzt wird das Ganze eingerollt, wie so eine Zigarre, ne? Du nimmst es hier, dann kannst du es wirklich so ein bisschen böse drücken. Die teilt man dann bestimmt, oder? Weil eine die kannst für einen du alleine teilen, ist ganz wenn schön du möchtest. Viel. Du kannst ja auch alleine essen. Können wir uns ja dann näher teilen. Am schönsten sieht das Ganze aus, wenn wir die Enden abschneiden. Dann bekommen wir schöne glatte Flächen, auf die noch mehr Toppings passen. Fertig? Nee, ein bisschen was geht immer noch. Ach, so gefällt mir das. Dann hast du eigentlich schon total leckeres Eisdessert mit wenig Aufwand. Da könntest du zum Beispiel Gäste bei dir sehr beeindrucken mit, ne? Ich glaube auch. Dann macht man den Teller noch hier so ein bisschen sauber. So, ein bisschen Popcorn drumherum. Willst du auch mal eine machen? Ja. Eine zweite passt ja hier noch dahinter. Ja. Nachher haben wir richtig viel leckeres Eis zum hintereinander wegschnabulieren. Das finde ich gut. So. So, ich nehme das hier mal weg. Ich fange schon mal an, ne? Mhm. Guck mal, hast du hingekriegt? Habe ich hinbekommen, war das ist hier ein bisschen. Ne, das ist nicht so schlimm. So, jetzt machen wir noch ein bisschen hier schick-schick. Und schick-schick heißt in diesem Fall auch lecker-lecker. Cat weiß definitiv, wie das geht. Schon eine ganz schöne Schweinerei in der Küche denn hier, ne? Man muss bei Eis schnell arbeiten. Ja. Komm mal, mach's mal hier rauf. Ja. Mit Styling kennt sich Cat einfach aus. Und wir beide haben dieselbe Lieblingsfarbe. Bunt. Na, die sieht doch mal fesch aus, ne? Für den extra Farbtupfer sorgen wir mit bunter Sprühsahne. Die bekommt ihr in vielen Supermärkten und natürlich im Internet. Und so wird unser Ice Wrap nicht nur lecker, sondern auch ein echtes Kunstwerk. Wir sollten die in den Kühlschrank stellen, weil wenn wir jetzt noch ein Eis backen, dauert es ein bisschen und dann schmelzen die alle weg. Eis backen? Ja, richtig gehört. Ich lasse es heute richtig krachen und kombiniere Eis mit heiß. So. Wie ihr gesehen habt, man kann ganz leckere Sachen machen, also so Sandwich-mäßig oder Wraps, die man so essen kann.
Aber ich zeige Kat jetzt mal, dass man Eis auch braten kann. Ich bin neugierig. Jetzt werden wir ein Eis einpacken und ich zeige dir jetzt mal, wie man es einfach backt in der Pfanne. Das ist aber auch lecker. Ich habe das schon mal um Hochzeit gegessen. Hast du schon mal gegessen? Mega. So, gib mir doch mal zwei von diesen schmalen Waffeln. Ja. Das Sandwich für den Wrap machen wir am besten mit den Waffeln, weil die schön dünn sind. Man kann natürlich auch einen Keks oder ähnliches nehmen, aber dann wird es nicht so gut vom Beißen. Ne? Also einfach das Eis zwischen die Waffeln plus Karamellsoße auf den Wrap. Das ist sozusagen der Klebstoff für das Sandwich. Und das ist so natürlich noch nicht fertig. Es bekommt wieder einen leckeren Rand. Da könnt ihr nehmen, was euch schmeckt. Oben drauf kommt Erdbeersoße. Und dann schlage ich den Wrap von allen Seiten ein. So entsteht ein kleines Päckchen. Und dann braten wir das Eis. So, wenn die Butter so hier so ein bisschen britzelt, ne? Ja. Dann kannst du es eigentlich reinlegen. Am besten mit der Öffnung nach unten. Mhm. So. Kannst du gleich ein zweites machen? Ja, ich mache mit Schoko natürlich. Vorher so ein Sandwich-Dings da rein. Ach stimmt, ne? Da habe ich vergessen. Außer Schokoladeneis haut Kat auch Vanillesoße mit rein und gehackte Pistazienkerne. Da sind dem Geschmack und der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ab damit in die Pfanne. Man muss die Päckchen nur ganz kurz anbraten. Fürs Auge und eine extra Portion Vitamine gebe ich noch Früchte drauf. So, jetzt haben wir unser Sandwich. Wir können kurz abkühlen. Ich hole noch mal unser anderes Eis und dann können wir uns überall mal durchfuttern, okay? Ein Traum wird wahr. Ein komplettes Buffet nur aus Eis. Besser geht's nicht. So, wen fangen wir zuerst an? Ich würde deine probieren. Ja, komm, jetzt machen wir. Ich hab Hunger. Wie immer. Ja, gut probieren. Mm. Lecker. Hm? Oh, lecker. Gut, ne? Hm? Nicht nur was fürs Auge, sondern auch für das Kind in uns. Unsere selbstgemachten Eis-Sandwiches als Wraprolle mit runden Waffeln oder gebraten aus der Pfanne. Probiert sie am besten.